Während China erneut seine Tech-Aktien crasht, will die Wall Street heute in die sogenannte Santa Claus Rally starten. Das sind die letzten 5 Handelstage eines Jahres und die ersten beiden des neuen Jahres dann. Und nichts beschreibt im Grunde den Unterschied zwischen den Aktienmärkten in China und in den USA mehr wie das, was jetzt gerade aktuell passiert. China, wie gesagt, mit neuen Regularien, Tech-Aktien im Sinkflug. Vor allem Chinas größte Tech-Aktie Tencent mit zwischenzeitlich 16%. Sein Verlust, während an der Wall Street die Euphorie so riesig ist, dass man sie kaum mehr fassen kann. Schauen wir uns die Dinge im letzten Videoausblick diesen Jahres mal an, meine Damen und Herren, und starten mit China. Hier diese Tech-Regularien, vor allem Gaming-Aktien sind davon stark betroffen, wie NetEase, wie natürlich Tencent. Das lässt auch den Hang Seng deutlich leiden, der zunächst mal positiv gestartet war, aber das hat so ein bisschen die Stimmung in Asien verdorben. Hier sehen wir mal Tencent, größte chinesische, nach Marktkapitalisierung größte chinesische Firma, und das wäre der größte Abverkauf seit der Finanzkrise. Nicht schlecht. Warum? Weil Chinas Regulatoren eigentlich das machen, was ziemlich vernünftig ist, wenn man ehrlich ist, nämlich im Prinzip exzessives Spielen zu unterbinden. Da gibt es einige Dinge, wo die User gewarnt werden, wo man nicht permanent neue Dinge hinzukaufen kann. Das ist ja das, was oft passiert, dass diese Spieler dann eben sich irgendwelche Gadgets kaufen oder wie man das nennt, jedenfalls irgendwelche Geschichten, die dann sozusagen das Spiel für sie erfolgreicher machen. Wie auch immer, ist nicht mein Ding, aber meine Kinder natürlich, würde ich mir für Deutschland auch fast wünschen, wird aber natürlich nicht kommen. Jedenfalls, das hat die Stimmung hier maßgeblich eingetrübt, während auf der anderen Seite hier zum Beispiel der Container Freight Index, Future genauer gesagt, wieder Limit abgehandelt wird, also wird vom Handel ausgesetzt, weil 15% das Maximale gestiegen. Das ist jetzt praktisch mal ein Anstieg von 70% in 5 Tagen. Das muss man sich mal vorstellen. Alles natürlich bedingt durch diese Geschichte mit den Houthis und dem Roten Meer und der Aussage der Reedereien wie Maersk und Co., dass sie jetzt das Rote Meer meiden und unten rumfahren, nämlich um das Kap der Guten Hoffnung. Das lässt natürlich die Containerpreise explodieren, die Frachtpreise explodieren. Das bedeutet faktisch Inflation. Und hier sehen wir mal die Containerraten jetzt. $10.000 wieder für einen Ozean-Container erreicht. Und das ist ein riesiges Thema. IKEA hat schon gesagt, das wird der Lieferzeiten stark beeinträchtigen. Manche Produkte werden nicht vorhanden sein. Nike hat gestern vor Supply Chain Disruptions gewarnt. Gestern Nike ja mit Zahlen, die Aktie zweistellig im Minus, dann nachbörslich sehr, sehr enttäuschend. Das lastet heute auf Adidas und Puma, die ja in derselben Branche unterwegs sind. Aber ganz anders übergeordnet die Wall Street, die hier gestern wieder einen Gewinn gezaubert hat, wieder durch Optionen. Wir hatten vorgestern den heftigen Sell-Off vorwiegend durch Optionen. Wir haben heute jetzt, oder genauer gesagt gestern, gesehen, der zweitgrößte Volumen bei Zero DTE Optionen, also Optionen, die noch am selben Tag verfallen. Wir sehen die Indizes solide im Plus, vor allem die Dickfische wieder, wie eine Google, wie eine Nvidia, wie eine Amazon haben gezogen. Und hier sehen wir das zunächst mal Puts, Zero DTE Puts. Da war ein negatives Delta Flow. Wir sahen zwischenzeitlich ja dann tiefere Kurse, um dann zum Handelsende nochmal voll nach oben zu schießen. Zero DTE Calls, Booms rein damit, lasst uns kaufen. Auf der rechten Seite sehen wir mal das tägliche Optionsvolumen, das explodiert geradezu, das wird immer wichtiger, immer bedeutender. Aber die Amis wollen jetzt ihre Santa Claus Rally, wie gesagt, letzten 5 Handelstage eines Jahres und dann die ersten beiden, also beginnt heute. Und da ist es der Yale Hirsch, der Anfang der 70er Jahre mal diesen Satz geprägt hat. If Santa Claus should fail to call, bears may come to Broad and Wall. Also wenn Santa Claus nicht auftritt, dann kommen die Bären an die Wall Street. Aber ein bisschen was frei übersetzt. Und wir sehen hier, wo sie dunkel straffiert in dieser Tabelle die Performance in der Santa Claus Rally sehen, da wo sie negativ war.
Dann hatten wir sehr, sehr oft einen Bärenmarkt in der Folge. Also, da achten die Amis drauf, das wird für sie wichtig. Und normalerweise ist dies bullish, nämlich seit 1950 mit einer durchschnittlichen Positivrate von 79,5% bei einer Performance von +1,32%. Also, das ist in der Regel erfreulich. Aber heute Fokus auf die PCE-Verbraucherpreise. Hier erwartet 0,0 und 2,8 zum Vorjahresmonat. Und da hatten wir gestern ja, das kommt um 14:30 Uhr, wird die letzte wichtige Veröffentlichung in Sachen Daten sein in diesem Jahr. Gestern hatten wir das BIP letzte Revision und da war der PCE, also der BIP-Tiflator, wie man sagt, gell, der war niedriger. Daraufhin die Waller Street hat sich gesagt, ja super geil, gell, im Jahre 1823 war die Inflation niedriger, gell, deswegen feiern wir jetzt eine Party für die nächsten 5 Jahre. Kann man machen, aber schauen wir uns mal an, wie die Zahlen heute reinkommen. Hier sehen wir Inflation Nowcast, unten erwartete 2,9%, das wäre ein Ticken höher als die Konsenserwartung, aber Inflation Nowcast ist meistens etwas drüber. Gucken wir uns mal die verschiedenen Banken und Analysten an, was die Zahlen betrifft, dann erwartet man in der Headline sogar tendenziell eine negative Zahl, so minus 0,07, minus 0,08, das wäre also dann minus 0,1, wir haben vorhin gesehen, eigentlich 0,0 erwartet, was die Headline betrifft. Rechts sehen Sie dann noch die Kernrate. Also man ist so, geht ein bisschen davon aus, dass es niedriger ausfallen wird. Allerdings die CPI-Daten waren ja einen Ticken höher zum Vormonat, zumindest die Erzeugerpreise dagegen tiefer. Schauen wir mal, wie es reinkommt. Aber auf jeden Fall eins ist klar, vergleichen wir mal diesen PCE-Index, also das, was heute kommt, und CPI, also die normalen Inflationsdaten, kann man sagen. Und dann sehen wir, am stärksten gewichtet ist im PCE Healthcare Services mit 16,8%, dann kommt Housing 15,9%, während bei den CPI-Daten vor allem Shelter, also Unterkunft, Miete, all diese Dinge absolut dominant sind mit 32,9%, während Medical Care Services etwa nur 7% ausmachen. Also eine völlig andere Gewichtung. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass jetzt die CPI-Daten immer stärker nach oben abwichen zu den Healthcare Services, zu den PCE-Daten. Warum? Weil die amerikanischen Statistiker irgendwie die Healthcare-Daten runterrechnen. Die sind ja angeblich zum Vorjahresmonat zweistellig gefallen. Jeder Amerikaner sagt, die sind mindestens zweistellig gestiegen. Also so ganz schlau wird man aus der ganzen Geschichte nicht. Wie auch derzeit aus dem Markt geschehen. Wir hatten ja ein 52-Wochen-Hoch im S&P 500, haben dann mehr als 1% niedriger geschlossen vorgestern. Aber hier Bespoke mit einer Statistik, die sagt, jedes Mal, wenn das der Fall war, dann ist bei den letzten 7 Malen, als das der Fall war, waren die Aktienmärkte dann nach 3, 6 und 12 Monaten höher. Das ist so ein bisschen moderne Alchemie, kann man sagen, wenn das passiert und das passiert und das kommt auch noch dazu, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass das so und so rausgeht, um es mal zu übersetzen. Und jedenfalls, was die Märkte ja so euphorisch macht, sind Zinssenkungserwartungen. Man erwartet zwischen 6 und 7. Das ist eine Menge Holz, die Fed nur 3. Hier sehen wir mal in dieser Grafik den Unterschied. Und hier, also 6 bis 7 Zinssenkungen in 2024. Jetzt haben wir aber in 2024 nur 8 Sitzungen der Fed. Das heißt, es müsste praktisch fast bei jeder Sitzung müssten die Zinsen gesenkt werden. Ich habe Ihnen hier unten mal in dieser Grafik die Wahrscheinlichkeit für den März 2024. Da ist die Wahrscheinlichkeit 71,3%, dass die Fed die Zinsen um 0,25 senkt oder gesenkt hat. Und sogar um 11,6%, dass das 2 Zinssenkungen schon sind um diese Zeit. Mit anderen Worten, dass im März bei der Sitzung am 20. die Zinsen tiefer sind. Die Wahrscheinlichkeit ist derzeit 83%. Und Janet Yellen würde es freuen, denn die Amerikaner zahlen inzwischen 1,8 Milliarden Dollar an Zinsen pro Tag. Vor 3 Jahren war es noch die Hälfte, nämlich 900 Millionen. Vor 3 Jahren hatten die Amerikaner noch 23 Billionen Dollar Schulden. Jetzt haben wir über 33 Billionen, gell? Also das ist exponentiell, das macht Spaß, das ist Verschuldung, wie
es im Lehrbuch steht, und das euphorisiert die Leute, weil sie sagen, ah, super, Geld, die Schulden wachsen schneller als die Wirtschaft, das ist doch gut, ne? Dann können wir schön weiter Geld drucken, und das ist ja so super bullish, das sehen wir jetzt bei der Stimmung der Privatinvestoren, höchster Stand seit April 2020, also seit, wie lange ist das jetzt her, gut zweieinhalb Jahre. Während die Bären jetzt extrem wenige sind, schon in den letzten 4 Wochen dreimal. Unten sehen wir die NAAIM Number, Investitionsquote der Vermögensverwalter 97,32%, zweithöchster Wert des Jahres, war nur höher. Und wir sehen, ja, das ist, wenn die Vermögensverwalter euphorisch werden, dann ist die Wende meistens nicht mehr allzu weit, kann man sagen. Und wenn sie depressiv sind, so wie im Oktober, als die Investitionsquote bei 25% lag, dann ist die Wende eben auch nicht mehr so weit. Ein Risiko könnte noch sein, dass eben aufgrund der Positionierung jetzt vor allem Pensionskassen sehr stark in Aktien übergewichtet sind gegenüber Anleihen und hier vielleicht das Aktien-Exposure etwas abbauen müssen. Wir werden sehen, das zumindest wäre noch eine Gegentriebkraft. Was geholfen hat, war lange Zeit Liquidität. Wir sehen die Reserve Balances with Federal Reserve Banks, also Liquidität, die bei den Banken lagert, die ist ja permanent gestiegen, geht jetzt so seitwärts leicht nach unten, während die Aktienmärkte, die normalerweise relativ parallel mit dieser Liquidität laufen, weiter gestiegen sind. Wie kommt es? Diese Liquidität wurde im Prinzip freigesetzt durch ein rückläufiges Volumen bei den Reverse Repo Transaktionen. Und hier sehen wir, die sind jetzt wieder ein bisschen angezogen, dadurch steigt die Liquidität nicht mehr. Man könnte also sagen, die Aktienmärkte haben sich so ein bisschen von der Liquiditätssituation entkoppelt mit dem neuesten Anstieg, ebenso wie sich die Financial Conditions entkoppelt haben vom Economic Surprise Index. Während die Financial Conditions immer lockerer werden, wird der Economic Surprise Index, also die faktisch hereinkommenden Zahlen in Relation zur Erwartung, immer schwächer. Und eine Anmerkung vielleicht, Wall Street Consens ist, dass die Anleiherenditen fallen werden, deswegen kaufen sie Anleihen und sind bullish für Anleihen, und dass praktisch Commodities, Rohstoffe fallen werden. Vielleicht sollte man das Gegenteil tun, Rohstoffe kaufen und Bonds verkaufen. Wir werden sehen, wie es ausgeht, wenn wir uns vorstellen, dass diese ganze Geschichte im Roten Meer weitergeht und die Märkte rechnen offenkundig, dass das Monate dauern wird, wenn die Amerikaner nicht militärisch da irgendwie mal was machen, dann wird das einen Inflationsschub auslösen, so viel scheint klar. Aber hier, wir sehen den Schub nach unten bei Chinas Tech-Aktien, Tencent minus 14%, das ist heftig. Das ist immerhin die gewichtigste Aktie. Was da genau los ist, warum, wieso, weshalb? Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung. Es herrscht ja viel Euphorie über die Fed-Wende, aber wie schaut es eigentlich aus? Da ist die Gefahr eines Credit-Events und vielleicht steuert die Fed deswegen um. Das könnte dieser Artikel hier Ihnen mal zeigen. Also diese beiden Artikelempfehlungen. Heute Abend nochmal das Marktgeflüster. Ansonsten wünsche ich schon mal das Allerbeste und sage Servus, ciao.